So, seid ihr alle wieder zurückgestärkt und abgekühlt? Dann machen wir jetzt weiter mit der zweiten Runde unserer Fuck Up Nights, mit der Männerrunde, kann man so sagen. Den nächsten Sprecher, den ich ankündige, der sagt, oder er nennt es sein persönliches Scheitern im Leben. Und er selbst fragt sich, also zumindest in dem Gespräch, was wir vorher mit ihm geführt haben, ob alles anders gelaufen wäre, wenn die Umstände und ja, der Start in seinem Leben vielleicht einfacher gewesen wäre. Wo ich dann sage, da sind wir dann bei Lola Rent und bei dem Butterfly-Effekt, also dass man sagt, wäre das gewesen, dann wäre vielleicht alles anders gelaufen. Ich sage, egal welche Einflüsse ihn scheitern ließen, er wäre nicht da, wo er jetzt ist, und er wäre nicht der, der er jetzt ist. Herzlich willkommen, Markus Walter. So, jetzt muss ich noch, Karten und Mikrofon ist immer ein bisschen schlecht. Einen wunderschönen guten Abend. Was glaubt ihr, was dieses Bild mit meiner Geschichte zu tun hat? Okay, dieses Bild hat mit meiner Story überhaupt nichts zu tun. Nur, dass ich vielleicht nach dem Vortrag hier, nach dem Sprechen, mich freue, dass ich ein kühles Bier trinken darf. Aber ich möchte mich gleich auch mal vorstellen, genauer, dass ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Und meine Aufgabe ist es, euch meine Geschichte so interessant rüberzubringen, dass ihr viele Impulse mitnehmen könnt, dass ihr auch ein bisschen unterhalten wird. Eure Aufgabe ist es, mir zuzuhören. Solltet ihr mit eurer Aufgabe früher fertig sein, sagt da mal gerade Bescheid. Ja. So, mein Name ist Markus Walter. Ich muss mal hier gucken. Ja, genau. Mein Name ist Markus Walter. Ich bin 49 Jahre jung. Bin Vater eines 25-jährigen Sohns, habe ein fülliges, ein buntes, extremes Leben hinter mir und somit auch ganz, ganz viele Scheitersituationen, die ich nicht immer genossen habe. Eigentlich ist die Angst vor Scheitern immer noch da und die sitzt in meinem Nacken, wie auch heute Abend. Meine Freundin hat zu mir gesagt, sie kennt mich so überhaupt gar nicht, weil ich echt ein bisschen nervös war und man hat echt Angst vor Scheitern, dass das auch richtig heute wird, vor so Publikum zu reden. Übrigens hat man mehr Angst vor Publikum zu reden, wie vor Krankheit und vor Tod. Krankheit und Tod ist auf Platz 4, haben Wissenschaftler rausgebracht, und Platz Nummer 1 ist vor Publikum zu reden. Also das ist schon eine große Herausforderung. Was wollte ich zu mir sagen? Ich lebe gerade meine Berufung und verwirkliche mich gerade selbst mit einem Hobby, ein Businessmodell gestartet, aber zu dem kommen ja noch dazu. Und mein Thema ist ja das erfolgreiche Scheitern. Warum ist es erfolgreich? Jetzt muss ich hier mal draufdrücken, dass da was geht. Und ich möchte euch so einen Querschnitt durch mein ganzes Leben mal mitnehmen, weil es wirklich verschiedene Positionen waren der krassen Scheitern-Momente und Lebensgeschichten, weil ich glaube, und bei mir war das so, dass man im Laufe seines Lebens Schichten um sich herum baut, Schutzschilder, um diese Scheitern-Momente überhaupt nicht mehr zuzulassen, emotional. Und im nächsten Schritt, im zweiten Lebenshälfte, baut man diese Schichten wieder ab. Deswegen ist dieses Wort eigentlich ganz schön und zweideutig, Lebensgeschichten. Und meine Scheitergeschichte, Moment, ah ja, genau hier. Jedes Minus ist ein halbes Plus, das auf seine Bewusstseinsvertikale wartet. Ja, durch die negative Erfahrungen kommt mit Bewusstsein etwas Positives dazu. Heute würde ich sagen, ich bin ganz, ganz oft gescheitert, aber ich würde eher sagen, ich bin ein Glückskind, weil alles hat sich nach einem Minuspunkt immer zu einem noch besseren Pluspunkt, zu einem schöneren, besseren Leben herausgestellt. Das bin ich mit keine Ahnung wie vielen Jahren, ich weiß gar nicht.
Als Kind bin ich schon mit Scheitern konfrontiert worden. Ich bin ein Scheidungskind, da fängt es schon mal an. Da bin ich nicht gescheitert, aber die Eltern. Dann habe ich Erfahrungen gesammelt als kleines Kind, wie zum Beispiel, dass ich vergessen wurde öftermals, das aber so extreme Narben hinterlassen hat, dass mich dann oder was mich dann zu diesemjenigen gemacht hat, was ich heute bin oder geworden bin. Wie zum Beispiel, ich war so ein Volksfestkind und bin immer gerne auf so Volksfeste gegangen. Und meine Mutter hat gesagt, ja geh, ich fahre dich hin und wenn du fertig bist, rufst du an und dann hole ich dich ab. Ja, ich gehe auf das Volksfest, bin fertig, gehe in die Telefonzelle. Früher hat man noch eine Telefonzelle gehabt, ja, kein Handy. Da war ich vielleicht 9 oder 10. Die Frage ist auch, wieso lässt sie mich dann überhaupt auf dieses Volksfest? Ich rufe sie an, sie nimmt nicht ab. Ich rufe sie an, sie nimmt nicht ab. Ich rufe sie an, sie nimmt nicht ab. Dann war ich auf der Straße gesessen, habe geweint, gescheitert. Mich holt keiner ab, die vergisst mich hier auf der Straße. Und eine fremde Person hat mich dann aufgelesen und hat mich dann nach Hause gefahren. Und meine Mutter war bei der Nachbarin und hat gefeiert. Geburtstag von der Nachbarin und hat das Telefon nicht gehört, weil früher hat man ja noch, wie sagt man, Kabel am Telefon gehabt. Also da bin ich schon sehr, sehr früh gescheitert. Vater hat mich nicht dann geholt. Oder wenn Freunde auf der Treppe, habe ich eine Erinnerung, wir waren zu 6 auf der Treppe gesessen. Der Vater von dem einen Freund ist gekommen und hat gesagt, wir machen heute Videoabend. Der war einer der Ersten, der einen Videorekorder gehabt hat, so die dicken. Aber es dürfen nur 5 Kinder mit hoch. Ja? Wer war zum Schluss alleine auf der Treppe gesessen? Ich. Die waren schneller drin und die haben nicht auf mich. Also das waren schon extreme Situationen. Nach meiner kindheitlichen oder wie sagt man dazu, Kindeserfahrungen habe ich dann, warte mal, das habe ich mal noch aufgeschrieben, ja, bin ich dann in einen Karriereweg eingestiegen. Mein Lehrer damals in der Schule hat schon gesagt, der Markus, der wird niemals einen normalen Beruf nachgehen. Entweder wird er Zuhälter oder wird Schauspieler. Ja? Er hat im Prinzip Jahre später recht gehabt. Ich bin dann beides geworden. Ich war viele, viele Jahre im Vertrieb und war Vertriebsdirektor bei einem Finanzdienstleister und habe hunderte von Vertriebshuren durchs Land gejagt, habe die kontrolliert, habe die manipuliert und habe die abkassiert oder so, ja. Das war einfach mein Job und Schauspieler deswegen, weil die ganzen Mitarbeiter waren keine richtigen Mitarbeiter, es waren Freiberufler, die waren nicht weisungsgebunden. Das heißt, ich habe denen nicht sagen können, morgen um 8 Uhr machst du das und das und sagen die hier, du zahlst nicht meine Sozialversicherungen. Also habe ich die nur durch Vorbildfunktionen führen können. Das heißt, schlussendlich, mir ist 24 Stunden, 7 Tage die Sonne aus dem Arsch geschienen, weil ich durch Vorbild denen gezeigt habe, ich habe ein geiles Leben, folgt mir, so geht's lang. Und dann habe ich die Karriere aufgebaut und so sah ich früher mal in meiner Karrierezeit aus. Ja, gestartet bin ich in meiner Karriere mit 21, mit 40.000 D-Mark Schulden, hat mich ein Finanzvertriebskonzern angeheuert und die haben gesagt, hier kannst du 10.000 Mark verdienen. Habe ich gesagt, macht mit mir, was ihr wollt. Ich mach's, ja. Ich wollte immer was Außergewöhnliches machen, weil ich geglaubt habe, wenn ich viel Geld verdiene, bin ich was Besonderes und dann werde ich gesehen, weil ich ja als Kind oftmals vergessen wurde. Und dann bin ich da eingestiegen in dieses System mit 40.000 D-Mark Schulden zu der Zeit, weil ich war vorher, glaube ich, ein Jahr arbeitslos und habe aber das Buch Die Möwe Jonathan gelesen. Wer kennt das Buch Die Möwe Jonathan? Das ist ein Kinderbuch, aber die Vertriebskonzerne, die setzen das sehr gern ein zur Manipulation ihrer besten Leute, weil die Möwe Jonathan sagt, du musst schon da sein, bevor du angekommen bist. Das heißt, du musst schon das Auto fahren und den Anzug kaufen, den du dir eigentlich jetzt noch nicht leisten kannst, aber scheißegal, du willst ja in 5 Jahren dahin. Ja, und so sind dann praktisch die Schulden entstanden. Mein Weg begann dort, wo ich aufhörte, andere zu folgen. Also ich bin immer meinen eigenen Weg gegangen und ich weiß noch, als junge Führungskraft sagten die Herren Direktoren zu mir auf dem Wochenendseminar, Herr Walder, Sie müssen jetzt ins Bett sich zurückziehen. Eine Führungskraft macht sich rar. Ja? Willst du was gelten, mach dich selten und lassen Sie Ihre Mitarbeiter alleine feiern. Dann habe ich gesagt, what?
sind die nämlich ganz dicht. Ich soll ins Bett gehen und die feiern, nix. Ich bin mit meinen Mitarbeitern auf dem Billardtisch gestanden und habe mit denen gefeiert und habe mir die Tischdecke um den Kopf gebunden und habe auf Augenhöhe mit meinen Mitarbeitern gefeiert und deswegen waren wir auch viel erfolgreicher wie alle anderen. Ja, und das hat mich dann zu einem erfolgreichen Manager gemacht und die ganzen Direktoren und die Führungsriege, ich habe da alles umgekrempelt. Aber trotzdem, der Erfolg hat mir recht gegeben, ab dem Zeitpunkt, wo ich meinen eigenen Weg gefunden habe. Vom Manager über Burnout zum Momentesammler. Ja, ich glaube, ich soll aufhören. Ja, ich bräuchte ein ganzes Abendprogramm hier, ja, was da alles so passiert ist im Prinzip. Ja. Wir wollen nicht, dass er aufhört. Wir hatten nur ein Abkommen für ihn, dass wir ihm Zeichen geben, wenn weil er gerne redet. Genau, alles gut. Weiter. Also. So, den Punkt zu bringen, du hast noch 2 Minuten. Okay, wenn mich jemand gefragt hat zu meiner Karrierezeit, wie es denn dir geht, war ich total überfordert mit der Frage, weil ich gar keinen Zugang zu mir hatte und ich hatte nur gesagt, guck, was für ein Auto ich vor der Tür stehen habe. Ich habe dann Autos gefahren für 120.000 Euro und habe gesagt, guck mal, was für ein Auto ich habe, mir geht's gut. Ja? Du fährst einen Golf, also dir geht's anscheinend, dir geht's scheiße oder so. Und in diesem Moment habe ich das sogar geglaubt und habe dann mit 35 rückwirkend zusammen schon über 1 Million verdient. Und dann kam aber in 2005 mein größter Scheidungspunkt. Die Beziehung war nicht intakt. Ich habe mich außerplanmäßig in eine neue Frau verliebt. Die hat es irgendwann mal rausgekriegt, ist übers Wochenende, über Nacht, ich war nicht zu Hause, ist sie ausgezogen. Das Einzige, was im Haus noch war, war ein Notunterhaltbrief vom Anwalt mit 3.000 Euro Notunterhalt. Und die Strohballen sind so wie so bei der Bonanza-Filme. Ja? Das ganze Haus ist leer. Und so. Ja? Also das war schlimm, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann noch eine neue Freundin hatte, die nach einem halben Jahr sich rausgestellt hat, dass die ein Borderline-Problem gehabt hat. Ich war fertig. Ich bin danach in die Klinik, ich war 11 Wochen in einer psychosomatischen Klinik, war fast 2 Jahre lang krankgeschrieben und habe mich mal auf den Weg zu mir selbst begeben. Und da waren Stationen, wie zum Beispiel der Jakobsweg bin ich gelaufen, da sieht man glaube ich noch hier was. Ah, und mein Schlüssel war, glücklich ist nicht der, der viel hat, sondern ich habe dann meine ganzen Kosten downgeschiftet. Ich habe zum Beispiel in den letzten 5 Jahren überhaupt gar kein Auto gefahren. Und früher habe ich mich über solche Karossen definiert. Ich bin den Jakobsweg gelaufen mit meinem Sohn sogar. Ich habe dann 3 Monate, um Struktur zu lernen, in einem buddhistischen Kloster volontiert. Habe dort unentgeltlich Gemüse geschnippelt. Und so ist praktisch aus dem Alten ein Neuer geworden. Bin dann gereist 12 Monate mit meinem Rucksack durch die Welt. Und in dieser Zeit habe ich dann bin ich noch mal kurz verunglückt und bin in Bangkok operiert worden. Also da bin ich auch noch mal, gescheitert. Und wir sind gleich am Ende. Ja, ja, und dann habe ich nicht gewusst, wo ich hingehöre. Kamen noch mal Existenzängste. Die alte Firma hat mich dann loswerden wollen, weil sie gedacht haben, der wird nie mehr wieder gesund. Das war eine ganz extreme Situation noch mal. Ich habe dann noch mal einen Klinikaufenthalt besucht von 3 Monaten. Und habe nicht gewusst, wie es weitergeht, weil ich jetzt mir war dann bewusst, dass ich ein Haus gebaut habe in diesem Vertriebssystem als Freiberufler, dass ich ein Haus gebaut habe auf einem fremden Grundstück. Das heißt, mein ganzes Geschäft, was ich aufgebaut habe, wo ich gedacht habe, das ist meine Firma, ich bin Unternehmer, aber das war nicht so. Es war gemietet, die haben mir das Grundstück weggezogen und somit auch die Existenz und das ganze Geld und das ganze, ja, meine ganze Zukunft. Und somit habe ich dann ein neues Business aufgebaut. Jetzt seit 2 Jahren lebe ich davon. Ich bin Content-Smartphone-Creator und zeige Firmen, wie sie mit ihrem Smartphone fotografisch wie auch videografisch professionellen Content bauen können. Ja, das war's von mir. Ich wollte euch eigentlich, bin ich wieder gescheitert, die Ilma hat mir 160 Magazine geliefert, eigentlich heute sind aber nicht angekommen, weil in der aktuellen Ilma ist ein 3-seitiger Bericht über mich drin. Leider kann ich es euch nicht geben, aber man kann es kostenlos bestellen und beantragen. So, und bei allem Scheitern, egal wie es ist, alles wird gut. Danke für den Überzug und... Und wenn die nächste Abendveranstaltung kommt, sage ich euch dann Bescheid, okay? Dankeschön.
So, Markus, vielen Dank erstmal. Ich muss gucken, was ich mir hier noch aufnotiert habe. Es war so viel. Also zwei Dinge, die ich gerne kurz nochmal fragen möchte, ist einmal der vergessene Sohn. Ist ja etwas, was, glaube ich, auch noch sehr haftet, gefühlt. Nee. Also ich habe das... Nee. Gut, ich frage. Also ich habe das 10 Jahre, ich habe da ab meiner Krankschreibung habe ich dann 10 Jahre als Privatier gelebt. Ich habe weiterhin von dem Geschäft, was ich gehabt habe, noch weiter gelebt, habe aber nicht mehr gearbeitet, muss man dazu sagen. Ich habe mich an Frauen abgearbeitet und habe viele Therapien gemacht. Ich habe Coaching und so weiter und so fort gemacht. Ich habe dies alles aufgearbeitet. Dieser verlorene Sohn, und gebe auch meiner Mutter da keine Schuld. Sie hat das Beste gemacht, was sie konnte. Und sie konnte einfach nicht mehr. Und deswegen ist es so, wie es ist, und es ist okay. Sehr schön. Du hast vorhin einen Punkt genannt, den ich auch wichtig finde, und zwar aus der Geschichte, wie kommt man denn aus gewissen Dingen wieder raus? Jetzt hast du ja auch gesagt, es gab einen gewissen Berg an Schulden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und du hast dann vorhin gesagt, für dich war mitunter ein Grund, um da auch wieder ein bisschen sanierter zu werden, Kosten zu reduzieren. Mhm. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt... Laufende Kosten meinst du damit? Ja, laufende Kosten. Ja. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist erstmal Mut. Vorher kommt, glaube ich, noch der innere Ruf. Irgendwann spürt man, das stimmt was nicht, irgendwie ist man anders da. Eigentlich will man die ganze Karriere und den ganzen Scheiß überhaupt gar nicht. Ich wollte immer viel Geld verdienen, aber das Geld war mir eigentlich scheißegal, auf Deutsch gesagt. Ich wollte eigentlich Anerkennung und Aufmerksamkeit. Ja. Und diesen Ruf, dass es da noch was anderes gibt, dem zu folgen und dann vielleicht auch Hilfe in Anspruch zu nehmen, wie zum Beispiel den Klinikaufenthalt, gehört sehr, sehr viel Mut dazu, weil viele haben Probleme in verschiedenen Bereichen und sagen, aber ich kann doch nicht eine Klinik und das noch öffentlich machen. Wer in eine psychosomatische Klinik geht, die sind doch alles bescheuert. Aber es gibt einen Chefarzt, der hat ein Buch geschrieben, einer Klinik, der Buchtitel heißt, wir behandeln die Falsche. Er sagt, die, wo draußen sind, das sind die, wo Knall haben und die den Mut haben, sich mal da reinzuschauen in die Seele, was da überhaupt los ist, das sind die, die gesund sind oder auf jeden Fall gesund werden. Genau, aber jetzt nochmal ganz kurz zu der Frage, also finde ich sehr wichtig, was du gerade gesagt hast. Nee, ernsthaft, das finde ich sehr wichtig, dass, und die Haltung ist, persönlich vertrete ich auch, das ist sehr viel Mut einerseits fordert, zu sagen, ich suche mir Unterstützung, aber dass das ja auch eigentlich das Beste und das Normalste sein sollte auf der Welt, dass man es tut. Das andere war, nochmal bevor wir abgeben, Kostenreduktion. Das heißt, du hast mitunter, bist du da rausgekommen, dass du radikal deine laufenden Kosten gekürzt hast. Genau, also in meiner Hochphase hatte ich feste Kosten von 10.000 Euro im Monat. Mit Haus und Autos und Büro und Sekretärin und Nachhilfe und mein Sohn und hier und da und dort und Anzüge. Bitte? Frauen? Ja, Frauen. Ja, also ich hatte einen riesen Rosenkrieg, auch mit meiner Ex-Frau. Die hat nämlich nichts verdient und ich habe viel verdient. Da ging es dann richtig zur Sache. Was wollte ich jetzt sagen? Kosten reduzieren. Ja, weil ich wollte ja in das alte Leben nicht mehr zurück. Vertrieb und ich habe, das mache ich nicht mehr. Und ich hatte nicht gewusst, was ist mein neuer Beruf? Wer bin ich überhaupt und was für einen Beruf will ich nachgehen? Und um mich nicht unter diesen Druck zu setzen, um irgendwas zu machen zu müssen, war der Schlüsselfaktor, du die Kosten reduzieren. Wie zum Beispiel kein Auto oder wie zum Beispiel meine Wohnung über Airbnb lukrativ vermietet und habe woanders dann auf der Couch geschlafen, aber habe meine Wohnung für 2.000 Euro für 4 Wochen vermietet zum Beispiel oder sowas. Also die Kosten reduzieren war ein großer Faktor, einen Pullover zu kaufen beim Aldi für 9,99 Euro und keiner mehr wie früher für 399 oder so zum Beispiel. Kosten reduzieren waren weniger, ist viel, viel mehr. Also einmal der Weg zu sich zurück, ein Stück weit, und der zweite Weg, sich realistisch anzuschauen, was lebe ich, was gebe ich auf, wo sind die Schrauben, wo ich drehen kann. Genau. Okay. Alles, was du besitzt ja irgendwann mal dich. Ja? Und deswegen habe ich gesagt, als Zeitmillionär, das war früher, wollte ich Geldmillionär werden und reicher, reicher, reicher. Dann habe ich gesagt, okay, scheiße, das bringt dir nicht das Glück, weil irgendwann merkst du, dass die Palmen auch nur Bäume sind. Und dann habe ich gesagt, ich will Zeitmillionär werden. Und Zeitmillionär bringt mich nur an den Punkt, wenn ich meine Kosten reduziere, weil dann bin ich frei
Und heute sage ich, ich mache nur noch Dinge, die ich liebe, die ich gerne mache von Herzen und nicht, weil ich meinen Fuhrpark oder dies oder das oder jenes finanzieren muss. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Okay, super. Darf ich auch noch eine Frage stellen? Und zwar, mich würde interessieren, es war ja klar, es hat sich ja so ein bisschen angeballt, diesem Hinterherrennen von irgendwie Ansehen, Geld sammeln, vergessen, also seine Intuition zu folgen, sich zu verlieren. Gab es einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, jetzt muss ich was ändern? Also wo du wirklich, dass du dich an einen Moment erinnern kannst, wo du da saßt und sagst, okay, das ist jetzt so nicht mehr. Also bevor ich in die Klinik bin und konnte mich nicht mehr konzentrieren, das ist ja nur jetzt eine kleine Story gewesen und auch ein bisschen lustig, so schlimm wie es war. Es waren Phasen, die waren echt nicht lustig. Da habe ich gespürt, dass es so einfach nicht mehr weitergeht. Also ich habe mich verloren. Körperlich auch? Ja, weniger, eher vom Kopf her. Ich war überfordert mit Kleinigkeiten. Beispiel, ich bin in den Rewe und wollte Joghurt kaufen und stehe vor dieser riesen Theke von 15 verschiedenen Herstellern. Dann habe ich mich entschlossen für einen Hersteller. Ja, und dann gibt es aber noch 15 verschiedene Sorten. Ich war überfordert und konnte keine Entscheidung treffen und bin aus dem Rewe wieder raus und habe nichts gekauft. Ja. Das heißt, der Alltag war schon für dich gar nicht mehr machbar. Genau. So. Und dann der Arzt, okay, in die Klinik und dann habe ich ihm vertraut. Und ich war noch nicht so weit. Ich weiß noch, der zweite Tag in der Klinik kommt bei der Großversammlung die Ärztin und sagt, wem gehört das Auto? RPJA 1220. Und dann habe ich gesagt, das bin ich. Und dann sage ich, warum? Ah, Sie stehen auf dem Parkplatz vom Chefarzt. Also 7er BMW, und dann habe ich gedacht, ja, hier parke ich. Ja. Also der Größewahn war selbst noch da. Aber die Reise ging erst danach los. Und nach einer Klinik geht das sogar noch schlechter, wie bevor du reingegangen bist. Ja. Okay, gut. Wir geben mal kurz ab. Gibt es Fragen an den Markus? Yep. Ja, wir kommen. Also Markus, soweit ich das mitbekommen habe, du warst ja finanziell sehr, sehr erfolgreich. Jetzt bist du mit iPhoto-Kunst unterwegs. Was gibt dir die iPhoto-Kunst, was du vorher deiner Umwelt nicht geben konntest? Worin liegt deine persönliche Befriedigung in dem, was du machst? Das ist eine sehr interessante Frage. Vielen Dank dafür. Was gibt mir diese Befriedigung? Also erstens ist es jetzt mein Baby. Ich bin so ein bisschen, weißt du, wenn du über 20 oder 23 Jahre in so einem Unternehmen und es sind Marktführer, es sind Riesenunternehmen und es gibt nur eins davon, es gibt tausend von diesen Network-Unternehmen und so weiter und so fort und wie die alle heißen oder so. Und die rennen da einem hinterher und das Unternehmen, was sie da aufbauen, gehört denen nicht. Wenn die da oben sagen, es ist Schluss, dann bist du draußen, ja, wie es bei mir nach 22 Jahren war, obwohl es gab gar keine Gründe. Und heute ist es so meine Baby, meine eigene Idee. Es gibt Leute in meinem Umfeld, die mich ansprechen, die glauben, ich habe die Smartphone-Fotografie erfunden. Das ist echt der Fall, weil das ist ja nicht der Fall, aber die denken das so. Und jetzt den anderen Leuten das beizubringen, wie sie in der wichtigen Social-Media-Zeit, wo ja alles öffentlich gemacht wird, ja, vom Toilettenbesuch bis keine Ahnung, und wie sie ihre Bilder dadurch verbessern können und ihre Wahrnehmung verbessern können. Das ist eine tolle Aufgabe, dass ich anderen was beibringen kann, was ich gerne mache, wo ich glaube, ein Experte zu sein. Grandiose Antwort für mich. Dankeschön. Also erstmal sehr, sehr tiefen Respekt von mir. Tiefen Respekt von mir in Bezug darauf, dass man die Entscheidung trifft, Zeitmillionär zu sein und nicht Geldmillionär zu sein, denn diese Entscheidung trauen sich viele Menschen nicht. Und ich habe eine Frage zu diesem Positiv-Symbol, was es da am Anfang vom Vortrag gab, denn es scheint ja so eine Art Lebensmotto oder auch Weg zu sein, den du da gehen kannst. In diesem Finanzvertrieb ist ganz viel wahrscheinlich auch mit Büchern gearbeitet worden, außerhalb der Möwe Jonathan, man hat alles positiv gesehen, bla 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 bla. Aber die Fähigkeit dazu, wirklich zu transformieren von einer negativen Situation in eine positive, also tatsächlich die Entscheidung zu treffen, ich ernte jetzt das Gute in dieser schlechten Situation, ich mache jetzt etwas daraus für mich trotzdem.
Wann hast du diese Fähigkeit erlangt? Erst auf dem Weg, Jakobsweg, Buddha etc. oder vorher schon gehabt? Nee, wenn du diese Kindheitserfahrungen, wo jetzt eigentlich ganz schlimm waren, da erfindest du oder du baust ja in dem Moment so Schichten um, dass du emotional ist dieser kleine Markus wahrscheinlich ja gestorben. Ja? Noch zudem, dass die Gefühle von dem kleinen Markus überhaupt gar nicht wahrgenommen wurden, sondern die fanden es cool, dass ich da alleine nach Hause gekommen bin mit Mercedes von einer fremden Frau. Aber ich bin da gestorben. Und somit habe ich dann Mechanismen entwickelt, die mir dann geholfen haben, davon wegzugehen. Da kam zum Beispiel meine Kreativität schon ganz früh in mein Leben. Ich bin raus auf der Straße und habe die Pylonen von der Straße geklaut und habe die abgeklebt und habe die lackiert zum Beispiel oder so. Also ich war schon immer, wollte schon immer irgendwas verändern und habe mich in die Kreativität versetzt. Das heißt, dieses Not macht erfinderisch, gab es schon immer. Genau. Okay. Und dann kommt, also nach jeder, das sind jetzt ein paar Stück, wo ich hier aufgezählt habe, kommt aber immer irgendwas, wenn man weitergeht, wenn man durchgeht, kommt immer was Positives raus. Aber die meisten gehen den Weg überhaupt gar nicht, sondern die leben so ein Leben mit Höhen und Tiefen. Und ich sage, wenn du aber so gehst, hast du auch Höhen und Tiefen, aber du hast mehr vom Positiven, hast aber auch schmerzvolleren von Negativen. Okay, vielen Dank. Die erste Moment hier auf die Bühne zu stehen, hätte ich gesagt, nee, mache ich nicht. Was soll ich denn erzählen? Will ich nicht auf die Bühne gehen oder so. Machst es aber. Und hinterher bist du ein Stück weiter, reifer und bist gewachsen dran. Dankeschön. Bitte schön. Gut, noch eine Frage nehmen wir mit. Erstmal Dankeschön, Markus. Ich habe eine Frage. Gab es zu irgendeinem Zeitpunkt die Möglichkeit für jemanden aus deinem Umfeld, dir zu helfen? Sagen wir es mal so, du hast erzählt, du bist zum Arzt gegangen, der hat dich quasi in diese Klinik eingewiesen. Ich stelle mir die Frage, hätte es die Möglichkeit aus deinem Umfeld von Menschen, die dich mögen, die gesehen haben, dass du vielleicht möglicherweise schon leidest oder auf einem Weg bist, der dir nicht gut tut, hätte es diese Möglichkeit für dich gegeben? Und wenn ja? Ob andere Personen mir, ob ich mir helfen... Hättest du dir helfen lassen wollen, können, dürfen? Ja, also ich bin in diesem glücklichen Leben, dass ich immer ganz tolle, wundervolle Menschen in meinem Leben habe. Irgendwo stand, glaube ich, in dem Ilmer-Bericht, habe ich dem Redakteur aber irgendwas gesagt, dass ich ein Menschenfänger bin, weil ich echt Menschen einsammle, außergewöhnliche, tolle Menschen. Und da habe ich immer viel Rat angenommen. Zu der Phase, wo ich das zweite Mal in der Klinik war, wo die Firma mich absägen wollte, da hat sie gesagt zum Beispiel, du bist gefangen im goldenen Käfig, hast aber Angst rauszufliegen. Und ich habe mir das ganz extrem zu Herzen gemacht, aber einfach zu sagen, morgen, okay, ich gehe aus meinem goldenen Käfig raus, das war nicht so einfach. Aber die ganzen Anstöße und Anregungen von Freunden, Freundinnen, Geliebten und Ex-Frauen, ja, habe ich mir immer Rat geholt und bin da auch dankbar dafür, dass ich so tolle Menschen habe, ja, auf die ich zählen kann. War das die Frage, die Antwort? Oder war das Naja, es hörte sich schon so an, als wenn es vielleicht vorher schon eine Möglichkeit gegeben hätte, in den verschiedenen Stellen, wo es vielleicht nicht so das Tal nicht so tief hätte sein müssen. Ja, es ist nicht so ganz einfach. Ich kann da keine Antwort drauf geben. Nächste Frage, bitte. Okay, noch eine Frage und dann müssen wir weitermachen. Genau, was mich interessieren würde ist, also du beschreibst diesen Moment im Rewe mit diesen Joghurts und mich würde jetzt interessieren, hast du das vorher schon mal gespürt, dass irgendwas nicht ganz rund läuft und wie bist du damit umgegangen? Also hast du das weggeschoben, weggedrückt, irgendwie dir anders erklärt? Ja, es waren immer mal Situationen auf Seminare. Ich war ja auf hunderte von Seminaren, wenn du in so einem Vertriebssystem bist. Ich war dreimal, glaube ich, bei Anthony Robbins. Und in verschiedenen Seminaren bin ich immer wieder mal an mein Gefühl gekommen, das mich überrascht hat, dass da Emotionen sind, die einfach eigentlich weg waren. Und da habe ich diesen Ruf, diesen Impuls immer wieder mal gehört, was ist es? Und habe aber dann wieder zur Seite gedrückt. Aber der war schon relativ früh da, der was gezeigt hat, du bist eigentlich auf dem falschen Weg. Aber ich habe diesem Gefühl kein Vertrauen geschenkt. Ich habe dieser leisen Stimme keine große Aufmerksamkeit geschenkt.
bekommt ja auch vielleicht auch ein bisschen Angst vor so einem Gefühl, oder? Vor so einer Emotion, die plötzlich auftaucht, die man so die ganze Zeit spürt, aber man ahnt ja schon, da ist was, ne, da sind wir ja wieder beim Thema und vielleicht ist es auch das, vielleicht braucht man dann manchmal, dass das Gerüst komplett zusammenbricht, dass man dann eben neu das Gerüst wieder aufbauen kann. Ja, oftmals ist es dann immer, wenn die ganz extremen Situationen kommen, ja, da ist es Tod, Trennung und so weiter und so fort, Unfall. Aber der Ruf ist schon viel, viel früher da gewesen. Und da gibt es ein interessantes Buch oder auch einen Film, Die Heldenreise, die das schön beschreibt. Ja, man hätte das abkürzen können. Aber es wäre vielleicht langweiliger gewesen. Es wäre nicht sein Leben. War immer was los irgendwie oder so. Gut, also Markus, hab ganz, ganz vielen Dank für deine Dankeschön. Offenheit. Dankeschön für den Zeitüberzug. Ja? Dankeschön.